In den Fall des Schützen von Reutlingen, Markus L., hier Bilder vom Polizeieinsatz am Tag seiner Festnahme, kommt Bewegung. Wie berichtet, war er zunächst nur als Zeuge in das Visier der Ermittler geraten, hatte dann aber das Feuer auf die Polizisten eröffnet. Dabei war ein Beamter in den Arm getroffen worden. Daraufhin nahm ihn die Polizei fest und führte ihn in Karlsruhe dem Haftrichter vor. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft, ursprünglich für mehrfachen versuchten Mord. Doch jetzt berichten mehrere überregionale Medien von neuen Vorwürfen. So steht der Sportschütze, der mehr als 20 Waffen legal besaß, unter Verdacht, Mitglied der Terrororganisation um Reichsbürger Heinrich XIII. Prinz Reuß zu sein. Als solches soll er ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitet haben. Dabei soll es ihm um nichts anderes als um die Beseitigung der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gegangen sein.